Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich bin letztens vom lieben Ryan nochmal angeschrieben worden von fansells.com. Ich zeige euch schnell was. Das ist, wo dieser kleine Pinguin her war. Den fand ich so niedlich. Der ist auch vom gleichen Shop und der ist wirklich süß. Also kann ich nur sagen, war auch gut zum Verarbeiten von den Steinchen und ja. Ich liebe ihn. Genau. Das Päckchen kam gestern an. Ich setze euch alles, was ich bekommen habe, unten in die Infobox. Nachdem ich ja nicht der Fan von wirklich großen Bildern bin, von Diamond Painting, habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht was anderes aussuche und ob das in Ordnung geht, wenn ich die Sachen bekommen würde. Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Hat diese Nummer. Wie gesagt, ich setze euch alles unten in die Infobox. Ich fahre ja jetzt Ende Februar, Anfang März auf Reha. Wien steht jetzt fest. Und ja, wenn ich, da gibt es auch ein Schwimmbad. Und wenn ich schwimmen gehen möchte, muss ich ja meinen Schmuck, würde ich gerne ablegen. Und dann habe ich dieses kleine Schmuckkästchen gesehen und dachte mir, ja genial, das ist genau richtig für Ketten, Ringe, Ohrringe und ja, durfte auf jeden Fall mit. Also die Steine lassen sich auch sehr gut verarbeiten. Ich habe jetzt da schon ein Notizbuch von denen und ich habe diese Schmuckschatulle und hier sind die Steinchen wieder drinnen. Wie schon mal erwähnt, die nehme ich, ich hatte ja vorher für die Action-Becherchen dafür hergenommen. Und habe dann den Zettel diesmal nicht draufgeklebt, sondern einfach mit reingelegt. Und das ist natürlich perfekt. Wir schauen auf jeden Fall, welche Steinchen diesmal dabei sind. Also die sind alle nummer... Oh, cool, schaut mal. Wow, ich bin richtig begeistert. Es sind sogar Herzen mit dabei. Cool, die kommen wahrscheinlich dann in die Mitte rein, genau. Richtig cool. Dann haben wir richtig schöne Steinchen. Also die sind ja richtig klasse. Richtig schöne Farben auch mit dabei. Wow, die Farbe ist schon richtig, richtig genial. Also wenn ihr gerne die Ergebnisse sehen wollt, dann zeige ich die euch nochmal alle in einem separaten Video. Und dann ist wie immer ein Schiffchen mit dabei. Einmal Wachs und einmal der Stift. Und nachdem ich mich da so ein bisschen im Shop umgeschaut habe, habe ich natürlich auch noch richtig schöne Sachen gefunden. Und zwar eine Box für Taschentücher. Ich glaube, ich mache euch mal das Licht an, weil es ist bei uns draußen schon richtig duster geworden. Ja, lass die Box hier liegen, weil ich finde die so niedlich. Ich mache euch mal ein bisschen höher. So. Genau, dann seht ihr die Sachen noch. Das ist wie gesagt eine Taschentuchbox. Also das Bild, was ich jetzt gemacht habe mit dem Pinguin, das war 30x30, also mit Rand außenrum. Ansonsten hat es eine Größe von 24, glaube ich, waren es mal 24. Und das ist genau richtig für mich, wie gesagt. Wenn ich so ein Diamond Painting Bild hätte, würde ich es natürlich bis zum Schluss machen. Also ich würde die ganze Zeit davor sitzen, so meine ich. Und das ist nichts für meinen Rücken. Und deswegen brauche ich Sachen, wow. Brauche ich kleine Sachen. Richtig cool und die ist auch ganz angekommen, so wie es außen ausschaut. Also die ist ja bloß wieder in der grauen Tüte geliefert worden. Und wow, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Also ich mag ja Mandalas, das wisst ihr ja, Mandala, ja ein bisschen verzogen ist, aber das ist, kann passieren. Aber die Eulen und Mandalas sind eh meins. Und deswegen habe ich mich riesig darüber gefreut, dass ich nochmal eine Kooperation machen durfte. Und wie gesagt, dass ich mir auch diese Sachen aussuchen durfte. Und ja, zu den Steinchen schauen wir gleich. Hier ist, habe ich euch die Nummer schon gezeigt? Nein. Das ist die Nummer. Aber wie schon erwähnt, das tue ich alles unten in die Infobox verlinken. Diesmal haben wir eine Pinzette, dann wieder so einen Stift mit Wachs und ein Schiffchen.
Also wer kleine Schiffchen mal haben möchte, ich habe noch ein paar da. Kann ich euch dann gerne zusenden. Und es sind Gott sei Dank, also nicht Gott sei Dank, aber es sind wieder Glitzersteinchen. Ich liebe ja Glitzer. Die bei dem anderen, das waren eher so, wie würde ich jetzt sagen, so Kunststoffsteinchen bei dem Pinguin. Und das hier sind eher so, ja, Glitzersteinchen halt. Und ich finde auch die Farben. Ich weiß gar nicht, ob die so richtig rauskommen. Ich finde die Farben so schön. Wow. Das ist ja richtig meins. Also ich kann nur sagen, die haben wirklich richtig tolle Sachen. Und auch schöne Farben von den Steinchen. Das ist wieder eine richtig schöne Farbe. Also ich werde euch auf jeden Fall, wenn ihr wollt, kann ich euch ja gerne mal mitnehmen. Dann können wir vielleicht die kleine Eule zusammen machen. Oder vielleicht mache ich ein Live. Und dann kann ich zusammen mit euch die Eule machen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne wieder mal ein Live sehen möchtet. Und dann würde ich die Eule mit euch zusammen machen. Genau. Sorry fürs Knistern. Dann legen wir alles wieder hier rein. Wie gesagt, man kann sie für Feuchttücher hernehmen, für die Toilette, für Toiletten für euch und feuchtes Klopapier so oder halt für Taschentücher. Aber ich werde die für Taschentücher hernehmen, weil ich habe hier auf dem Fensterbrett eine große stehen und ich finde die kleine, ich finde die halt richtig schön. Und ja, wie gesagt, ich freue mich so, dass ich erstens nochmal eine Kooperation mit denen machen durfte und dass ich mir auch keine Bilder, sondern solche Sachen aussuchen durfte. Und ich habe noch andere Sachen. Und zwar habe ich mir hier, ja, die ist ein bisschen zerdüllt, aber wie gesagt, das kann passieren, weil das in der Tüte drinnen ist, aber ja. Das hat auf jeden Fall die Nummer. Und ich habe zwar so eine große Lupe, aber die ist irgendwie, weiß ich nicht, die hält nicht mehr. Ich tue die immer nachdrehen, aber anscheinend hatte ich da irgendwas ein bisschen überdreht, glaube ich. So wie ich halt auch bin. Und Barcode ist sogar. Hey, das ist ja cool. Mit USB-Anschluss. Also das habe ich ja gar nicht gesehen. Cool. Wie gesagt, gerade nachts, wenn man irgendwas machen möchte. Also ich habe zwar eine Brille, aber die ist noch nicht geladen. Muss man erst laden. Dann schauen wir mal, wie das hier aufgeht. Also man könnte es mit USB machen anscheinend oder mit wiederaufladbare Batterien. Da muss ich mich nochmal damit genau auseinandersetzen. Oder wir schauen mal kurz auf dem... Na, rein mit dir. Wir schauen nochmal kurz auf die Schachtel. Da steht nur, für was es alles ist. Und hier steht, wie man es aufmacht, hoffe ich. Da ist auch kein Knopf, den man drücken kann. Vielleicht der da? Nein. Wird es einfach auseinander? Ah, das zieht man einfach auseinander. Genau, dann kann man so. Ah, perfekt. Kann man richtig groß machen. Und dann kann man, wow. Die ist cool. Die ist zwar klein, aber perfekt. Wenn man das dann so drunter legt, seht ihr das? Ich muss doch die Kamera schauen. Genau, und dann kann man es, wie gesagt, geht es noch ein Stückchen höher? Nee, das geht nicht mehr. Man könnte es auch verschieben, glaube ich, oder? Nee, das ist so. Ja, finde ich richtig cool. Also nochmal vielen Dank, dass ich die Kooperation machen durfte. Da habe ich mich echt wieder gefreut. Und so eine Lampe, so eine kleine, ist, kann man immer gut gebrauchen. Die wird wahrscheinlich auch mit auf Reha gehen. Ich muss jetzt bloß noch schauen, wie man die am besten auflädt. Aber da war... Ah, da war... Wir können ja mal zusammen in die Gebrauchsanleitung schauen. Vielleicht steht auch irgendwas auf Deutsch. Ich glaube, nein. Also man glaube, ich kann wieder aufladbare. Das müsste ich aber natürlich... Okay. Nur in Chinesisch und in Englisch. Aber wir können ja mal kurz anschließen. Wo habe ich denn meine Powerbank? Die ist draußen. Ich hole sie mal ganz schnell. Bin gleich wieder da.
aber ich glaube, dass das nicht funktionieren wird, weil es müssen ja Akkus drinnen sein. Aber falls ihr auch das kaufen möchtet oder so. Okay. Wo wird das jetzt angeschlossen? Hier? Ja. Mal schauen, ob es angeht. Aber ich glaube nicht. Ach, ja, ich könnte es über die Powerbank machen oder ich mache es mit Batterien. Sehr geil. Dann zeige ich es euch nochmal mit Licht. So. Was war jetzt da los? Ist aus. Ja. Ich muss erst wieder laden. Sorry, tut mir leid. Aber ich könnte... Ja, nee, wir lassen es jetzt. Aber es geht alles an eigentlich. Jetzt hat. Ich hoffe, es bleibt noch kurz an. Genau, seht ihr das? Man könnte es auch so drauflegen. Perfekt. Ich habe anscheinend irgendwo einen Wackelkontakt. Ich weiß nur nicht wo. Ja, vielleicht geht auch meine Powerbank geradeaus. Das kann natürlich auch sein. Aber ich teste mit Batterien und ich glaube, das wird dann auf jeden Fall gehen. Freue ich mich auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann die auch zum Nähen oder so benutzen. Oh. Ah. Man kann es noch richtig hell machen. Ah. Gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Also da freue ich mich auch richtig drüber. Wie gesagt, die wird wahrscheinlich auch mit auf Reha gehen. Und dass da ein Tuch mit dabei ist, finde ich auch richtig cool. Freue ich mich. Dann werden wir das alles schnell wieder in die Packung so ein bisschen schnell mit rein tun. Ja, damit nichts verloren geht. Noch. Ah, deswegen ging es gerade nicht rein. Okay. So. Und dann habe ich noch, weil ich ja letztes Mal mir so einen Stift mitbestellt habe, wo unten das Wachs mit dran ist, aber das schon wieder leicht am Kaputtgehen ist, habe ich mir einen anderen Stift noch mitbestellt. Ich wollte ihn zwar in Silber haben, aber da haben wir uns ein bisschen missverstanden, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich mag ja Lila auch. Lila ist ja auch meine Farbe. Und von daher. Genau. Und zwar ist der nämlich beleuchtet. Das heißt, man kann da Batterien reintun. Und dann ist der beleuchtet. Ich hole mal schnell zwei Batterien. Video. Ich glaube, die können so rein, weil da oben, ja genau, es leuchtet schon. Ja, seht ihr? Richtig genial. Und kann man da die Spitzen wegmachen? Ja, die kann man auswechseln. Perfekt, weil ich nämlich mir erstens noch so ein kleines Titelchen mitbestellt habe. Da ist auch Wachs drinnen. In Lila. Auch cool. Kann man ja danach wieder für irgendwelche Perlen oder so hernehmen. Und die haben wir noch. Waren es drei? Naja, eigentlich waren es vier, glaube ich, oder? Ne, ich glaube, ich hatte nur drei bestellt. Hatte ich mir drei Stück ausgesucht. Und zwar einmal mit der Nummer. Das sind nämlich noch andere Spitzen. Und zwar diesmal aus Metall. Und ich wollte so eine mal ausprobieren, so eine schiefe. Ich hoffe, das passt jetzt da rein. Ja, perfekt.
Perfekt, aber dann leuchtet es nicht mehr. Ja, das macht ja nichts. Aber man kann es auf jeden Fall da reinstecken. Ich könnte noch bei dem anderen, Moment, den habe ich gerade hinter mir. Ich finde den gerade nicht, wo der andere ist. Wo habe ich den denn hin? Naja, bevor ich jetzt lange suche. Also ich kann euch ja mal berichten, ob der dann in das andere reinpasst. Vielleicht ist er in dem Koffer drin, ich weiß es nicht. Wo habe ich den denn hin? Ich habe ihn gefunden. Ich wollte es euch ja gerne zeigen, ob man den dann da vorne mit dran machen kann. Also man kann es auf jeden Fall abschrauben, das weiß ich. Ah, schade, aber das passt leider nicht hin. Das macht nichts. Also wie gesagt, man kann ihn vorne an den lilanen hinmachen, aber dann ist es halt immer beleuchtet. Und kann man den halt auch hernehmen. Also ich werde den auf jeden Fall mal testen. Scheint auchs Licht nicht durch, nee. Ja, vielleicht hätte ich da einen anderen Stift dazu bestellen müssen. Egal. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Gelegenheit, nochmal eine Kooperation einzugehen und dann würde ich mir nochmal, genau das war die Nummer, dann würde ich mir nochmal einen anderen Stift dazu. So, das war einmal das. Dann haben wir hier mit der Nummer eins, wo man mehr Steinchen benutzen kann. Und zwar vier. Es steht sogar auch drauf. Sehr gut. Hier kann man vier Steinchen benutzen. Und ich fand es halt gut, dass es aus Metall ist. Hält vielleicht auch ein bisschen länger. Und aber kann man das nicht an den anderen Stift? Ich probiere mal schnell was. Ich probiere mal schnell aus, ob man es da eventuell mit hinmachen könnte, weil das wäre ja, dann wäre es perfekt. Weil das kann man vorne abmachen, das weiß ich. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber das geht nicht. Geht nicht ab. Egal. Wie gesagt, dann muss ich mir da noch einen anderen Stift dazu bestellen. Das hier war für zwei Steinchen. Genau. Weil ich dachte mir, mehr als zwei oder vier Stück werde ich vielleicht nicht auf einmal verarbeiten. Und ja. Wie gesagt, die Nummer. Aber ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Genau, das waren jetzt die Sachen, die ich mir aussuchen durfte. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Oh, über die Box freue ich mich. Also die ist richtig, also richtig tolle Sachen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox, sowohl die Produkte als auch den Shop. Und ja, ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund, bis zum nächsten Video. Servus.